Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Unsere Vorfahren kamen auf der Flucht aus Byzanz hierher. Sie durchwanderten eine Wildnis, die sie fast umbrachte, aber sie überlebten und fanden dieses Tal. Und wie ehrten sie dieses Geschenk Gottes? Indem sie den Bergen Steine entrissen und ein neues Reich erbauten. Ein höhnisches Abbild dessen, was sie fast vernichtet hätte. Aber wie beim Turmbau zu Babel hielt Gott es für angebracht, uns Demut zu lehren. Wir lernten, auf das Land zu hören und wurden Hüter statt Eroberer. Dafür zeigte das Land uns seine Geheimnisse. Ihr müsst nur zuhören. Eine Reliquienkiste. Sie wurde verwendet, um Reliquien der Heiligen aufzubewahren. Zum Beispiel Zähne, Finger oder sogar den ganzen Kopf. Scheint eine Reliquie des Propheten zu sein. Sie ist leer. Ich will antworten, aber welche Wahl habe ich jetzt? Ich kann Trinity diese Leute nicht auslöschen lassen. Es gibt Grenzen, die ich vor langer Zeit überschritten habe, und es gibt kein Zurück. Kein Löschen der Vergangenheit. Sie ist immer bei mir. Ich muss ihnen helfen. Es ist klar, dass Jacobs Leute für ihn sterben würden und er für sie. Solche Loyalität ist selten. Und sie hier zu finden am Ende der Welt ist wirklich erstaunlich. Wenn ich für sie kämpfe, vertraut Jacob mir vielleicht genug, um mir alles zu erzählen.
Trinity! Nicht schießen! Ein Verfehl. Ab jetzt sei gründlich. Thank you.
Hey, langsam! Diese Mistkerle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Jemand ist hier! Okay, mein Freund, du bist dran. Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Darum werden wir dich weiter prügeln, bis du aufhörst zu lachen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst meine. Wenn dir schlecht wird, geh nicht einfach zur Wand. Ich gebe zu, dass du Fragen halten nur unter. Jeden einzelnen kalt machen. Ruhig, Sophia. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Mir geht's gut. Ich komm klar. Sie ist von da drüben versperrt. Die anderen in Sicherheit bringen. Lara, wir müssen irgendwie an der Blockade vorbei. Nur atmen. Wir bringen dich hier weg. Halt durch. Es muss doch einen Weg hier rausgehen. Es ist bald vorbei. Ich muss mich ausruhen. Einen kleinen Moment. Sie mussten uns nicht helfen. Das vergesse ich nicht. Mir geht's gut. Ich muss nur ausruhen. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Ganz ruhig. Dieses Wandbild zeigt den Moment, als sie das Tal fanden. Das muss wie ein Paradies gewirkt haben. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Sind wir sicher? Eine Art Waffenlager. Das sollte gehen.
Ein alter Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Natürlich, es ist ein Rätsel. Aber wenn ich richtig verstehe...